Aha, da ist wieder eine Schlüsseldingskarte. Was bist du für ein? Ich meine, kannst du noch was sagen? You're all clear. Let's go. You're all clear. Let's go. Ein E. Wenn da jetzt ein anderer Buchstabe dran gestanden hätte, dann hätte ich jetzt aber auch, wäre ich im Dreieck gesprungen oder sonst was. Wow. The third Energy. Das ist ja wohl ganz offensichtlich nun. Das geht ja um die dritte Energie. Da, also, wenn das jetzt nicht passt, dann weiß ich auch nicht. Energy. Das war ja nun mal ganz einfach. Das brauchte man ja nicht mal lösen, das Rätsel. Das war ja schon die Lösung, wenn das schon steht, the third. Schon wieder abspeichern? Ja, gut. Keine Ahnung, was das war. Gut, das ist jetzt das Privatlabor zu Kirk, ne? Hat doch der Typi gesagt da in der Gaskammer. Nein, das klingt jetzt fieser, als ich das meine. Aber es war doch in dem Experimentierraum, so. Sorry. Aber es ist doch so. Okay. Ja, interessant, durchaus. Was ist das hier? Sieht aus wie das Tagebuch eines Forschers. Ich möchte es lesen, gerne, unbedingt. Ja, oder ihr wollt das lesen. Ich klicke das mal durch für euch. Das geht hier wieder so ein bisschen um die Geschichte des Spiels, die ich ja schon mal kannte. Also, lest ihr das mal schön. Es sind keine Passwörter drin, also muss ich es jetzt nicht notgedrungen lesen. Da liegt was, hoffentlich nützliches. Pfeile! Ah, oh, danke. Juhu. So, wollen wir mal eben gucken. Das wird die Pfeile. Die können wir mit Medizin M zusammenpacken. Rubala. Moment. Mixen. Oh, Verstärker. Verstärker. S. Pfeile S, mixen mit Medizin S. Was passiert dann? Nein, ich habe meine Pfeile wieder verschwendet. Och, Kacke. Ich bin doof. Ich bin echt doof. Heilmittel mit Medizin M. Nochmal Medizin S. Wiederbelebung. Toll. Mit den ganzen Wiederbelebungen kann ich mich schon totschmeißen. Alter, ich verschwende meine ganzen Pfeile, weil ich nicht richtig mische. Das wird mir noch immer zum Verhängnis, ich bin mir sicher. Da ist eine Tür, habe ich gesehen. Ist hier noch was? Da sagt sie nichts. Ah, hier ist was zum Schieben. Bitte nochmal Pfeile. Ich habe Mist gebaut. Gewehrschaft. Cool. Das PA-3-Schrotgewehr ist mit einem Schaft ausgestattet. Es kann mit hoher Frequenz abgefeuert werden. Und trotzdem habe ich immer nur noch meine drei Pfeile. Was ist hier los? Dr. Kirks persönliches Terminal. Es wird zur Datenanalyse benutzt und kann die Notluke entriegeln. Das ist so cool. Warum macht sie das nicht? Weil wir noch keinen Notfall haben, oder wie? Dann rufen wir einen herbei. Da darf ich nicht durch, okay. Ach, immer hänge ich an irgendwelchen Gegenständen fest. Gut, dann sage ich mal hier unserem Führer Bescheid. Na, oh, das kam jetzt wieder schlecht an. Entschuldigung, nein, unserem Gale. He's not here. Why? This operation is taking way too long already. Warning. The emergency system has been activated. Emergency lockdown in progress. So wie. Oh, Kirk must have tripped off the security system. That fool. Fool ist ein Lieblingswort in diesem Spiel, ne? I'm reading an emergency lockdown in your section. We're trapped inside here. Kirk must have triggered it off. We didn't touch anything. Can you clear it? I'll see what I can do. What's wrong with this thing? Cool it, Gale. We'll find a way out somehow. Okay, dann ist jetzt wohl die Zeit für unsere abgebaute Tafel hier, ne?
Ach, jetzt darf ich. Das ist aber sehr nett. Ach, schön. Okay, jetzt müssen wir wieder basteln. Wie war denn das jetzt? Moment. Ich glaube, das war so. Ich hätte mal eben aufpassen müssen, wie sich das gedreht hat. Allein vom Bild her müsste das ja eigentlich so, ne? I'm all back, bitte. Machen wir den zuerst? Dann den drüber? Boah, sieht gut aus. Okay. Der erste ist, glaube ich, nicht richtig. Moment. Denke. Ach, scheiße. Wir haben ja keinen, der da unten... Doch, der muss so. Oder? Aber ja, doch, war schon richtig. Halt, ist gut. Aber nicht als erstes. Ich glaube, du musst als erstes. Dann du drüber. Und dann du. Nein. Also, Moment. Du doch als erstes. Dann vielleicht du. Das kann gar nicht funktionieren, da fehlt eine Ecke. Ich sehe das gerade. Da muss so eine Ecke hin. Sehe ich, ja, sehe ich so. Gut. Fast. Erst den. Dann den. Yeah! Ich bin so genial. Schön. We'd better get moving. We bypassed the door lock and we're on our way out. That's great. Wrong, 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 wrong. Underground area is crawling with dinosaurs. You'll never be able to make it through there. Don't sweat it. I'll take them all out one by one if I have to. Brilliant plan, fearless leader, but I have a better one. These readouts tell me there's an emergency escape hatch in the dog's private quarters. You should be able to make a clean break through there. Are you sure? Yeah. But there's one problem. The hatch is password locked through the mother system. Forget it. If you can't crack the code before the dinosaurs rush in, we'll be completely trapped. I know. You'll just have to trust me. I don't. Fine. What about you, Gina? Make your choice. Ganz ehrlich, ich vertraue Rick. Nee. Ich habe vor allem bei meinem Munitionsstatus mit 3 Giftpfeilen. Nee. Wir nehmen Ricks Strategie. Ich vertraue Rick. Und der ist mir auch viel sympathischer. Wir gehen wieder zurück ins Labor. Ja, komm, wir speichern nochmal ab. Hier waren jetzt ja so viele Dinos, die uns töten konnten. Deswegen abspeichern ist besser. Okay, das haben wir also auch. Wir spielen doch schon wieder über eine Stunde hier. Sehr heftig, die Zeit. Ja, weil ich auch so viel verplempert habe zwischendurch, oder? Weiß auch nicht. Aber das kam mir gar nicht so lange vor. Gut. Also zur Notluke. Wahrscheinlich müssen wir wieder so ein paar Rätsel machen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, möchte ich. Na, ich nehme mir schon mal einen Zettel hier. Ich glaube, wir müssen wieder so ein bisschen Bilderrätsel jetzt veranstalten. Mal gut. Ist so eine Art Memory-Spiel, glaube ich, ja. Ich rate euch hierfür, Stift zu nehmen. Gut, die ersten sind noch einfach. Geht ziemlich langsam und ist auch nicht so kurz. Nicht so lang. Okay, das habe ich. Gut, also wir haben A. C.
B. E. A. Achso, okay, muss ich auch noch drücken. Und richtig. Juhu. Bin ich gut. Okay, es wird schwieriger. C. F. D. C. D. 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 Sehr einfallsreich. Gut. Also, wir hatten C, F, D, C, D, D, D. Okay. Sollte klappen. Jawohl, so einen noch. Der ist schwierig. Der letzte wird echt schwierig. Und schneller. Okay. E. Na gut, schneller nicht. F, oh, das System hat sich halt ein bisschen geändert. D. C. A. A. D. C. Ach, das war's. Ich dachte, das wäre länger. E. F. D. C. A. A. D. C. Sollte klappen, oder? Versuchen wir es. Super. Also an dieser Stelle würde ich euch echt empfehlen, Zettel und Stift parat zu haben. Weil gerade der letzte Code, der dritte, da habt ihr schon so ein bisschen Schwierigkeiten, euch das zu merken, denke ich. Wo das, ja, sind 8 Zeichen. Man, na gut, ist, natürlich kann man sich das merken, aber Leute wie ich, die können sich das nicht merken. Ach, die Luke! Jetzt kommen wir bei dem Kran wieder raus, glaube ich. Ja, genau. Dr. Kirk? Hey, das ist er ja. We're representatives from your nation's government. Nation? I'm touched. And what do you government agents want with me? Shut up. You're coming with us if I have to knock you out and drag you back myself. According to the government, I'm officially deceased, correct? That's the way you want it. I'd be more than happy to oblige. So what'll it be, genius? Relax, agent. My study is nearing its final stages. Magnificent, isn't it? But I can't leave before I've analyzed the final results. I don't give spit about your results. I'm taking you back under orders, so shut up and follow me.